Willkommen zurück zu einem neuen Part von Kirby und das Vergessene Land. Es geht nun weiter bei Auftritt des Bestienkönigs. Da waren wir stehen geblieben. Und hier fehlen uns noch die letzten 7 Waddledees. Oh, hier haben wir schon so einen Käfig. Voll bin ich hier auf jeden Fall. Oh. Wer irgendwas? Ja. Gehen wir einfach mal weiter. Oha. Das nicht? Doch, König DDD, oder was? Königlicher Erzfeind, König DDD. Au. Oh. Au. Oh. Die Attacke kennt man auch. Was macht er jetzt? Erholt sich was? Erholt sich eine Waffe? Au! Boah, die Musik, cool. Die kennt man auch von Kirby's Fun Pack. Hohoho! Gleich ist er weg und damit habe ich ihn besiegt. Da haben wir die 3 Waddledees. Besiege was? Sucherbombe Blaupause. Besiege den Boss ohne zu blocken. Habe ich geschafft. Verschlucke König DDD ist Hammer. Und das letzte wird mit Sicherheit sein, eventuell, das ich mir vorstellen könnte, ist ohne Damage. Oh nein, nicht. Oh nein. Oh, die Wüste. Cool. Heißt, er wird nochmal kommen. Origins Wüste. Ephelin wurde vom König DDD entführt. Erkunde das nächste Gebiet und rette Ephelin. Bei Ephelin. Die Wüste Wiege des Lebens. Oh, ein anderer Kontinent. Okay. Aber hier sind wir noch nicht ganz fertig. Und zwar hier geht es nochmal weiter. Wir haben noch 2 Aufgaben zu erfüllen.
Er holt sich eine große Waffe. Oh, nimm das, DDD! Siege den Boss ohne Schaden zu erleiden. Das haben wir geschafft. Ah, okay. Dann Schlüsselkönig DDDs Hammer haben wir auch abgeschlossen. Und nun haben wir auch alles in dieser Welt komplett. Alle Waddledees gerettet. Du hast alle Waddledees im Gebiet Winterkuppe gerettet. So. Blitzen wir mal zum anderen Kontinent. Das Kolosseum habe ich gemacht, ja, korrekt. Das habe ich offstream gemacht. Das Meta Knight Turnier. Nein, ich habe noch nicht geangelt. Ich habe noch gar keine Minispiele gemacht bisher, mache ich aber erst zum Schluss. Simba auf alles. Hallo, Servus, ich grüße dich. Willkommen, wie geht's? So, Bombenstufe auf Buchstufe 3. Die Spezialpower-Bomben hat sich zu Sucherbombe entwickelt. Oh mein Gott, die bewegen sich ja jetzt. Das ist ja cool. Mir auch, danke der Nachfrage. So, es geht nun weiter in der nächsten Welt. Und zwar die Wüste. So, fangen wir mit der ersten Welt an. Die Wüstewiege des Lebens. Wow, ein richtiger Sturm hier. So, alles mal schön untersuchen hier. Au. Ich glaube, der Sucher wäre, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen. Ein neuer Gegner. Eine komische Kobra oder Schlange, was es darstellen soll. So, wir müssen wieder Teile suchen. Und ein weiteres
Und einen weiteren Splitter haben wir hier. Die brauchen wir sicherlich wieder, um einen Wortel dies zu befreien. Und wieder neue Gegner hier. Kann man die einsaugen? Okay, ja, das geht, aber keine Fähigkeit. So, hier haben wir ein bisschen Wind. Damit können wir sicherlich die Hügel hier wegblasen. Und eine Kapsel. Mit Sicherheit versteckt sich auch noch was unter den Hügeln. Ein weiterer Splitter, habe ich so das Gefühl. Eine Schatzkiste haben wir hier. Hier befindet sich das Splitter. Ach Mann! Kein Problem. Nummer 4. Leben sind immer gut. Ah, muss diese wieder kommen? Aber im Fernkampf ist die kein Problem. Und das war's. Hier haben wir einen Waddle Dee, jetzt müsste sich der Käfig öffnen. War das der erste? Drei Waddle Dees nur in dieser Map. Dann scheint die Welt ja nicht ganz so groß zu sein, habe ich das, denke ich jetzt mal, wenn es nur drei Waddle Dees gibt. Eine Truhe mit einer weiteren Blaupause. Kristallegel-Blaupause. Sehr schön. Und hier haben wir einen Stern. Ich habe das Gefühl, dass es hier noch was gibt, was Geheimes. Frag mal, irgendwie so mein Gefühl. Warum haben wir eine Zielscheibe, sehe ich. Triff drei fliegende Ziele. Wow. Wie soll man die entdecken? Ich sehe das sehr verdächtig aus, muss ich sagen. Hier diese Röhren. Drei Ziele. Ich hoffe, ich habe jetzt keins verpasst. Ah, ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht.
Höre einen Waddle Dee. Ist das weg? Ah, wahrscheinlich hier drin. Hier brauchen wir aber Wind. Ah, hinten. So, den zweiten. Und noch mal eine Kapsel. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Ziele schon verpasst habe, aber... Eine geheime Tür. Und den dritten haben wir auch schon. So, hier hinten war nichts mehr, nein. Also mit dem Gebläse ist das echt einfach, muss ich sagen. Ah, okay, das war's. Hier hinten ist so ein durchgebrochener Zaun. Da noch irgendwas? Kann das sein? Ein durchgebrochener Zaun. Aha. Ein Münz-Minispiel. Ah, Splitter wieder. Wow. Und alle fünf. So, das könnte mit Sicherheit noch mal eine Mission gewesen sein. Auch nicht. War alles. Hab schon gedacht, das zählt zu einer Mission. Oder es kommt zum Schluss. Aber auf jeden Fall haben wir nicht alles. Zielscheiben haben wir schon mal nicht.
Was besiege den zurückgelassenen Squishy? Drei Aufgaben fehlen noch. Ah, wieder die Dinger, ja. So, hier haben wir das erste Ziel. Ah, endlich. So, hier oben haben wir die letzte Zielscheibe. Die Mission haben wir auch. Besiege den zurückgelassenen Squishy. Das war er hier. Ah, so. Okay, das war echt leicht. Besiege Fantarina den Ringstopfer. Hammerklettertour. Schlag die Nägel. Werdet ihr es geschafft haben? Ich habe es tatsächlich geschafft, first try. Ich habe schon gedacht, okay, das wird ein bisschen knapp oder ich bin schon zu spät, aber es hat doch gut funktioniert. So, hier war das andere. Kolossales Schwert. Dazu. Boah, das war ein guter Hit. Alle erwischt. Oh, zwei Stück von dem Schild.
Ah, ob ich das geschafft habe? War eigentlich echt gut von der Zeit her. Eine Minute 10. Okay, 10 Sekunden sogar runter. Das nächste Mal geht es weiter auf der Suche nach der Oase. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.